Herzlich willkommen zurück in Enderal. Also wir stehen hier irgendwie direkt vor zwei Trollen. Wir hatten die im letzten Part ein bisschen weggejagt. Das Problem ist, die sind jetzt leider wieder zurück zum Eingang. Wir gelten noch als versteckt, auch wenn ich den Troll schon fast streicheln kann. Braver Troll, braver Troll. Ich bin gar nicht hier. Ich bin nicht hier. Okay, wir nehmen mal die Beine in die Hand. Und fallen hier runter. Wir schlittern runter. So. Ui. Gut, und damit sind wir wieder auf dem Weg. Das hat auch gut geklappt. Und natürlich... Ah, ich drücke schon wieder C. Schlimm, schlimm. So, es ist wieder... Hier sind leider so viele Kristalle, ne? Ich habe... Es ist natürlich immer noch dieselbe Aufnahmesession, das heißt, ich bin noch nicht dazu gekommen, die Mod wieder rauszuhauen. Entsprechend, es ruckelt hier halt schon ganz ordentlich. Aber der Kristallwald ist da hinten noch immer wieder zu Ende, von dem her, da müssen wir noch kurz durch. Ich möchte fast rennen. Weil in dem Geruckel zu kämpfen, ist halt doch ein bisschen nervig. Oh, der Trappe, die vermöbelt die Kristallgeister ganz ordentlich da hinten. Ah, nee, guck mal. Ah, das ist ja gruselig. Das Gelegge. Guck mal, der ist wirklich... Das ist ein wirklicher Kristallelementar. Der ist so schön... was ist das hier? Es ist nicht pink. Es ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen magentafarben, oder? Alter, so viele Eisgeister. Wir müssen nach da. Das sehe ich doch direkt. Wir müssen hier lang. Meistens sind auf dem Weg mehr Leute, als wenn man abseits geht. Weil die Leute... Oder die Level-Designer packen die Gegner gerne auf die Wege. Weil die davon ausgehen, dass die Spieler da lang gehen. Tja, ich nicht. So, nehm das, Level Designer. Ich gehe hier, wenn ich hochkomme. Ja, komm, 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 komm. Ich kann es schaffen. Ja. Hallo. Das sieht irgendwie gefährlich aus, was ich hier mache. Na, aber es klappt. So, wo sind wir eigentlich gerade? Ach, guck mal, wir sind schon hier bei einem Abzweig. Ist es hier das schon? Nee. Wir müssen noch eins weiter. Aber... Weiß ich, was ihr habt. Das haben wir doch bravourös gemacht hier. Also. Das war doch super. So, jetzt sind wir eigentlich direkt auf dem Weg, laut Karte. Ich sehe nur keinen Weg. Ah, hier ist er. Gut, wir sind, glaube ich, außerhalb des Kampfes. Jawohl, unser Leben regeneriert wieder. Und dann kommen wir hier richtig voran. So, wie gesagt, das nächste Ziel. Huch, ich drücke, ja doch. M war richtig, es hat noch lange geladen, hier die Karte. Hierhin sind wir unterwegs, ja. Da ist Partiera im Generatorenraum des Sternschiffes treffen. Da wollen wir hin. Und ja, wir haben schon die Hälfte des Weges geschafft. Von dem her, das geht ja flott. Das geht ja richtig flott. So, den Bogen beschwöre ich uns lieber mal. Man weiß ja nie, wer oder was hier auf dem Weg noch auf uns lauert. Zum Beispiel ein Hase. Gruselig. Der will uns bestimmt ans Leder. Da geben wir mal lieber Gas. Oh, okay. Ein Mammut. Das geht natürlich auch. Mammuts, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass die ein bisschen stärker sind. Vor allem treffe ich es nicht mal. Toll. Ich glaube, Riesen gibt es hier nicht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Vierhauer heißen die, okay. Ich weiß natürlich hier bedrohte Arten und so, klar. Da muss man aufpassen. Oh, guck mal, deswegen heißen die Vierhauer. Die haben einfach vier solche Stoßzähne. Das ist ja der feuchte Traum eines jeden Elfenbeinsammlers hier. Das ist ja unglaublich. Nur wenn man zerhackt wird, ist das nicht unbedingt der feuchte Traum. Hilfe. Da stellt euch mal vor, Elefanten hätten einfach vier Stoßzähne. Oh je, oh je, oh je. Weil wer weiß, vielleicht wäre das Elfenbein dann so häufig quasi, dass es niemand interessiert. Ach, das war's schon. Ach, das ging auch relativ gut eigentlich. Ich weiß noch gar nicht, ich weiß. Also Elfenbein jetzt, ne? Ach guck mal, wir kriegen sogar Elfenbein. Warum nur eins? Das verstehe ich jetzt nicht. Gut, nehmen wir mit, auch wenn es schwer ist.
Muss ich haben. Ich finde Elfenbein nicht mal so schön, ne? Es gibt ja irgendwie Leute, die da irgendwie groß... Na, ihr kennt ja hier die komische Wilderer-Szene und bla. Aber ich verstehe es einfach. Wie gesagt, ich finde Elfenbein jetzt nur so... Das hat nur so ein weißes Etwas irgendwie. Es ist... Keine Ahnung. Es ist, finde ich, nicht so, dass man jetzt sagen würde, oh ja, Elfenbein, es gibt nichts Schöneres. So, Diamanten so, ja, zum Beispiel. Ja, klar, verständlich. Die sehen irgendwie ganz cool aus, die glitzern cool und alles. Aber Elfenbein? Wobei, ich habe jetzt, glaube ich, Elfenbein auch noch nie in echt gesehen. Von dem her, wer weiß, vielleicht sieht es in echt ja auch, keine Ahnung, viel besser aus. Als man es jetzt vielleicht in irgendwelchen komischen Medien sieht. Aber, weiß ich nicht, irgendwie... Das ist genauso wie irgendwie solche so seltene Tierpelze. Okay, diese Wölfe. Ich dachte zuerst so, ja, Wölfe. Ein Wolf war es ja am Anfang. Jetzt sind es schon drei gewesen. Zuerst dachte ich so, ja, kein Problem. Aber doch, hier ne, im Vier-Sterne-Gebiet sind auch die Wölfe schon ein bisschen härter. Als jetzt so die normalen Gammelwölfe im Ein-Stern-Gebiet. So, hier in die Richtung müssen wir. Wir müssen früher oder später abseits. Wir sollten aber noch um diesen Berg rum. Welcher Berg ist das? Ist das der Berg? Ich glaube, wir müssen direkt hier hin, oder? Wir werden schon irgendwie ankommen. Ja, was ich sagen würde, auch so Tierpelze. So. Okay, die sehen zum Teil ja schon ganz cool aus. Aber wenn ich halt so... Ne, du weißt ja, da ist irgendein Tier für draufgegangen. Wobei, je nachdem, hast du vielleicht auch ein Tier so oder so... Vielleicht war es schon tot, vielleicht wurde es aus anderen Gründen geschlachtet und man hat halt nur das Fell weiter verwendet quasi. Das ist dann schon okay, aber so an sich, weiß ich nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh ja, wie cool, ich habe ein totes Tier bei mir hängen. Das finde ich jetzt richtig, das finde ich jetzt ästhetisch richtig gut. Also, keine Ahnung. Ich glaube, mittlerweile macht man das auch nicht mehr so. Früher hat man ja immer so Jäger und so hat ja auch irgendwie, keine Ahnung, so ein Geweih aufgehangen in der Bude. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Früher war das, glaube ich, in Anführungszeichen modern. Oder sagen wir mal, früher war das eben. Früher hat man, ne, da haben die Leute was von dir gehalten, wenn du ein Elchgeweih, keine Ahnung, in deinem Wohnzimmer hängen hattest. Das war dann, da warst du einer von den Coolen. So mittlerweile sagt man so, was soll das? Da hängen doch, keine Ahnung, die Maden drin. Das glaube ich aber eher in Fellen, ne? In Fellen, da hängt das Ungeziefer drin. Nicht im Geweih. Ich glaube, das geht noch eher. So, Gewicht. Das Vier-Hour-Fleisch ist wahnsinnig schwer, aber halt leider noch nicht gebraten. Deswegen bringt das uns recht wenig. Aber hier haben wir gebratenes Rindfleisch. So, denn der Trollgrad hat uns echt übel zugesetzt, muss ich sagen. Ich glaube, dass wir jetzt erst der Vier-Sterne-Gebiet sind. Das davor, das Dungeon davor, war irgendwie gefühlt eher 3 Sterne. Wie das, ja, keine Ahnung. So kam es mir zumindest vor. Na, natürlich treffe ich nicht. Pfeile müssen weiter fliegen. Kann man das irgendwo skillen? Gibt es da irgendwie sowas? Diese Schneewölfe, ich mag sie gar nicht. Wölfe generell mag ich auch nicht. Die sind einfach... kommen hier immer in so einem Rudel. Niemand mag die. So, Punkt. Die sind wahnsinnig schnell. Man kann schlecht vor denen wegrennen. Ich versuche trotzdem. Niemand mag die. So, Punkt. Wo müssen wir denn hin? Hier hin? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ah ja, hier. Okay, dann nutzen wir einfach mal das Gelände hier so ein bisschen. Um... Ach du Heilige. Ha! Hilfe, ich bugge. Ich bugge fest. Gut ist, die Wölfe kommen auch nicht an uns ran. Doch, jetzt. Wir sind jetzt hier in einer nicht so guten Situation, könnte man sagen. Ich könnte auch sagen, wir stecken ganz schön tief in der Patsche. Oder man könnte es in vielen Varianten ausdrücken. Allerdings ein bisschen haben wir auch Glück, weil wir scheinen uns jetzt nicht immer zu treffen. Nur wir kommen hier echt nicht mehr raus. Wir haben uns hier festgebackt. Das heißt, wir müssen hier... mit TCL eigentlich raus, fürchte ich. Ja, wir können so ein kleines, so ein paar Millimeter können wir uns bewegen. Aber mehr halt nicht. Okay, er kommt noch zu uns. Hallo? Jetzt treffe ich ihn nicht mal.
Ja, wir jetzt haben einen getroffen. Aber da ist natürlich noch einer. Ich krieg zu viel hier. Kann man den mit einer Attrappe ablenken? Jetzt erwischt er uns. Ich glaube, wir sind tot. Kritischer Treffer. Ich lasse jetzt einfach mal drauf ankommen. Ja, mit XL kommen wir natürlich wieder raus. Aber nicht, wenn wir tot sind. Jetzt rennt der weg. Ein Schlag, wir sind tot. Das war die Attrappe. Warum hält sich der Wolf hoch und wir nicht? Darf ich das mal hier an dieser Stelle hinterfragen? Das finde ich mir ein bisschen unfair. Aber wisst ihr was? Wir... Ah, da kommt er wieder. Jetzt tötet er uns bestimmt. Oder wir töten ihn. Okay. Damit teilen wir jetzt wieder hoch. Ein Glück. TCL. So, denn wir müssen mal ganz kurz uns hier wieder frei manövrieren. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir schauen mal ganz kurz. Irgendwo nach unten, fürchte ich. Wir sind also viel zu weit nach oben gegangen. Also müssen wir irgendwo vorsichtig den Berg wieder hinunter. Hätte sich dieses Sternenschiff nicht einen besseren Ort aussuchen können, um abzustürzen? Als hier? Oh, toll. Ja, super. Da war ich etwas zu voreilig. Ich glaube, wir müssen... Ach du Heilige, wie weit geht es da denn bitte runter? Wie sollen wir denn jemals... Oh Gott, Leute, wir sind verloren. Das Problem ist, im letzten Let's Play war ich hier, glaube ich, auch schon mal. Und ich war auch hier oben. Und ich musste auch runter. Und das war schwierig. Es war schwierig. Man schätzt es auch hier im Spiel leider oft falsch ein, die Höhen. Aber ich glaube, ja, bisher geht's. Bisher kommen wir ganz gut lang. Ist ja auch mal spannend, hier ein bisschen Felsen kraxeln, muss man auch mal machen. Irgendwo nach da vorne. Ich sehe es halt vor allem noch nicht mal. Das, nicht, dass wir nachher wieder hoch müssen. Wir speichern einfach erstmal noch nicht. Hier, das könnte sehr... Aua, ja. Das habe ich schon fast befürchtet. Wir müssen aber echt irgendwo nach da unten... Ach, da unten. Alter, das ist wirklich ganz unten. Okay, wir sind aber auf jeden Fall richtig. Deswegen, huch, habe ich aus Versehen F6 gedrückt. Ich hoffe, das hat jetzt nichts gemacht. Wahrscheinlich jetzt einfach die Aufnahme gelöscht. Ich wette, zum Zuschauen ist es echt langweilig, aber hier zum selber Navigieren ist es echt spannend. Man muss überlegen, okay, wo kann ich runter? Wo ist es vielleicht noch überlebbar? Ah, hier nicht runter. Okay, hier auch nicht. Verdammt. Wir könnten versuchen, auf so ein Ding drauf zu kommen, aber ich glaube, das wäre auch unser Todesurteil. Wir könnten versuchen, hier uns durchzubacken. No risk, no... Alter, was ist das denn? Huh? Was ist das denn? Happy, geil ist das denn bitte? Was ist das? Huh? Ach du Heilige, wir sind wirklich ganz falsch hier. Also hier sollte man wirklich nicht hin. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Ja, wir sind einfach aus dem Berg rausgelaufen. Rein kommen wir nicht, ne? Man könnte vielleicht auch irgendwie reinkommen. Aber eigentlich eher nicht. Nee, wir kommen nicht an. Aber guck mal, hier guckt es auch ein bisschen raus. Was soll das sein? Ein Teil des Schiffes? Vielleicht. Hier geht es einfach noch weiter runter. Wir haben jetzt auf jeden Fall Arknot entdeckt. Und da müssen wir hin. Was, da müssen wir rein? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, es gibt weiter unten noch einen Eingang. Weil wie soll man denn bitte da hinkommen? Darüber irgendwie? Ist bestimmt nicht der richtige Eingang. Ich hoffe, euch ist klar, dass mir das völlig egal im Moment ist.
So, wir sind jetzt hier unten. So, wir sind lebend hier runtergekommen. Das wundert mich auch ein bisschen. Da ist auch so eine Sphäre. Ich pack mal hier eine Attrappe hin. So. Alter, die Landschaft hier ist aber schon geil, oder? Also felsig und alles. Also hier sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg tatsächlich. Ich treffe nur gar nichts einfach, weil die hier so wegrollen. Ich glaube, die hauen jetzt ab, weil die hier einen Weg zu uns suchen, aber keinen wirklichen finden. Deswegen hier völlig in den Morast abwandern. Aber hier ist noch mehr von diesem Zeug. Was ist das? Soll das einfach nur Eis sein? Aber das sieht doch nicht aus wie Eis. Sieht doch aus wie irgendwas Gebautes. So, und wir kommen jetzt hier lang. Die Sache ist nur... Ah doch, guck mal. Wir kommen hier rüber. Da kommen wir aber, glaube ich, gerade her, ne? Egal. Wir kommen nämlich hier rüber und dann hier hin. Dann müssen wir halt ernsthaft da rein. Das finde ich irgendwie witzig. So, hier... So, und rüber. Und, ah, wir fallen fast runter. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Ich sage ja immer, Skyrim ist nicht unbedingt für Jump'n'Run gedacht. Das sage ich immer, wenn ich hier sowas machen muss, weil es ist wirklich nicht für Jump'n'Run gedacht. Aber es geht irgendwie. Wo müssen wir rein? Da hoch? Was? Ach, hier rüber. Es ist schon cool, aber ich wünschte mir, die Engine wäre ein bisschen mehr dafür gemacht. Weil man rutscht hier halt irgendwie schnell runter. Man muss immer wieder ausgleichen. Ja. Aber wir sind da. Wir kommen rein. Aber ne, man kann es sich ja nicht aussuchen. Wenn hier das Ding abgestürzt ist, dann ist es halt abgestürzt. Dann kann es nicht super fein genau so da liegen, dass man perfekt reinkommt. Zugegeben, es lag eigentlich genau so da, dass die Stützen hier oder was das draußen war, genau so standen, dass wir perfekt rein konnten. Aber gut. Diesen Fakt ignorieren wir jetzt einfach mal ganz getrost. Ich speichere auch mal noch zur Sicherheit. Mit dem richtigen Speicherstand. Man weiß ja nie. So, denn ich habe hier schon Kollegen gehört. Und zwar ihn hier. Einen Kollegen Frostelementar. Guten Tag. Darf ich Sie kurz stören? Ich störe ja wirklich äußerst ungern. Aber die Sache ist, ich habe hier eine Mission. Ich soll... Wo komme ich denn hier bitte schön in den Generatorenraum? Ich müsste mal in den Generatorenraum. Vor allem, wie ist denn Patira hier lang gekommen? Mit all diesen... Was ist das denn hier? Hilfe! Ah, so kann man es auch machen. Voll ausgetrickst hier, die Kollegen. Alter, okay, hier ist es doch ziemlich heavy von der Stärke her. Wir haben schon viel Leben. Erster ist down. Die vermöbeln, glaube ich, gerade unsere Attrappe. Arg lang wird die es auch nicht mehr aushalten. Genau gesagt, bis jetzt. Ich glaube, die Schwierigkeit müssen wir doch erstmal nicht hochstellen. Das ist schon schwierig genug. Einer haut ab, habe ich so das Gefühl. Meine Attrappe aber auch. So, wir müssen hier massiv die Gegebenheiten ausnutzen. Aber ich finde, das ist okay. Ist ja immer so wichtig bei so Kämpfen, sich an die Umgebung zu adaptieren. Ja? Ich finde, es ist schon auch Teil des Spiels. Die Umgebung zu nutzen. Generell ist das eigentlich immer bei so Spielen so eine der Sachen, die man halt machen muss. Das, was man in der Umgebung hat, sinnvoll einsetzen und kreativ einsetzen. Ja, das hat man nicht nur hier, das hat man... Primär auch bei Aufbaustrategiespielen zum Beispiel, die ich auch sehr gerne spiele. Ein Genre, das ich sehr mag. Und da ist es ja auch immer so. Man hat irgendwie gewisse Gegebenheiten und muss sich dann überlegen, wie man mit denen am besten klarkommt. So, hier haben wir also wirklich schon ziemlich gute Sachen, die wir hier finden.
Also loot-technisch sollten wir auch ziemlich weit vorne mit dabei sein. Hier, die Sache war jetzt ein bisschen gefährlich, weil wir halt schlecht uns zurückziehen konnten. Wir hätten ganz rausgehen können aus dem Schiff, aber das wäre jetzt auch ein bisschen arg unpraktisch gewesen. Deswegen, das haben wir, finde ich, schon echt gut gemacht hier. Da muss man sich mal wieder ein bisschen selber loben. Na, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ihr könnt mich ja zum Glück nicht riechen. Das ist hier der große Vorteil an YouTube. Wie immer, wir sollen da lang, deswegen gehe ich genau da erstmal überhaupt nicht lang. Wir wollen ja das ganze Stern... Hallo, ich meine, wie oft ist man denn bitte in einem Sternenschiff? Eher selten, würde ich sagen. Und deswegen, das muss ich mitnehmen. Weil ich bin generell, ich mag das Steampunk-Genre. Und das hier geht dann doch durchaus in die Richtung. Und deswegen muss ich das so viel mitnehmen wie möglich. Das ist schon cool hier. Und es ist so wahnsinnig fett. Und hier kann man sich natürlich dann wirklich immer fragen, okay, was war hier vielleicht mal? Vielleicht hat man da mal gegessen oder... Keine Ahnung, was tun Menschen so? Kacken, das tun Menschen. Das hat man jetzt hier, ne, mit Corona hat man das auf jeden Fall festgestellt. Menschen kacken gerne. Das scheint so, also ich meine, klar ist es ein Grundbedürfnis. Aber so, wenn sich ein Mensch überlegt, okay, was brauche ich so? Was ist wichtig für mein Überleben? Scheint ihm Kacken doch schon wirklich eine der höchsten Prioritäten zu sein. Was ich zugegebenermaßen zunächst interessant fand. Aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen mittlerweile. Voll und ganz. Klar. Also, ne, alles verhungern, okay, aber wenn du kein Klopapier mehr zum Scheißen hast, also dann ist vorbei. Also, sorry, aber dann ist Schluss mit lustig. Wow, direkt im Flug getroffen. Das war irgendwie cool. Ja, merkt ihr, wir machen halt irgendwie nicht so viel Schaden, ne? Wir sind halt hier im Vier-Sterne-Gebiet, das heißt auch einfach, dass die Gegner mehr Leben haben. Und das... Ich bin ganz ehrlich, ich finde, das macht die Kämpfe fast ein bisschen langweiliger. Zwar sind sie in gewisser Weise spannender, klar, ich habe nicht so viel Leben, ich kann jederzeit tot umkippen, theoretisch. Aber es heißt auch einfach, dass wir stundenlang auf die Pfeilen hier schießen müssen, bis die irgendwann mal tot umfallen. Und das ist halt... Also ich finde das halt dann doch eher etwas langweilig, wenn wir so wenig Schaden machen. Aber gut, da müssen wir uns gewöhnen, denn hier werden wir einige dieser Gegner haben, auf die wir tatsächlich stundenlang mit Pfeilen schießen müssen, bis irgendwann mal vielleicht was passiert. Ja, das ist halt Teil der Sache. Wie gesagt, da müsst ihr euch die nächsten Folgen dann gewöhnen. Ich mache das Sternlingsschiff ja nicht zum ersten Mal. Wie gesagt, im letzten Display waren wir auch schon drin. Und hier war das auch nicht unbedingt anders. Ich hatte gehofft, diesmal sind wir schon ein bisschen stärker. Und ich glaube, wir sind auch stärker. Das heißt, wir kommen diesmal schneller voran. Aber es dauert halt, wie man sieht, immer noch lange. Und ich schieße auch die ganze Zeit daneben, um es noch mehr in die Länge zu ziehen. Da kommt die nächste Spinne. Die hat sie wahrscheinlich irgendwie hochgeheilt, sofern sich ein Metallding irgendwie heilen kann. Ich hoffe, wir haben genug Essen eingepackt hier für die Reise, aber ich glaube schon. Ich fürchte, hier kriegen wir ein wenig neues Essen, denn alles Essen, was hier mal war, ist wahrscheinlich schon länger vergammelt. War es das? Da hinten ist noch was. Ja, die ist natürlich immer noch da. Gut, jetzt haben wir sie. Ja, ne, die Kämpfe... Ja. Von mir aus hätten wir auch einfach ein, zwei Gegner weniger hier reinpacken können. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich will eigentlich nur dieses Schiff erkunden. Das ist doch wahnsinnig geil. Schau euch das an. Also hier haben wir auf jeden Fall ein Bett. Hier sind ganz viele Betten. Schlechter von Ark. Band 5, jawoll. Das lese aber nicht jetzt. Jetzt will ich erstmal hier das Schiff, aber wir haben, glaube ich, hier... Band 5 war auf jeden Fall neu. Den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Das ist cool. Also man merkt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich hier auch umzuschauen. Und wie gesagt, wir werden das ganze Sternschiff abklappern. Wir werden ja jeden Stein umdrehen, ja. Unter jedes Bett werden wir gucken. Also hier war in der Tat so eine Art Schlafkammer, Schlafgemach. Irgendwie sowas in der Richtung. Vermutlich hat man hier gegessen. Also das war wahrscheinlich so eine Wohneinheit, sag ich mal.
Und hier drüben wahrscheinlich noch ein kleiner Lagerraum. Ah, nee. Ich dachte, es ist erst Lagerraum. Nee, ist auch wirklich nur so eine Schlafkajüte. Okay, hier haben die also... Ja, da sind schon einige auch mitgefahren hier mit diesem Schiff. Und hier war entsprechend wahrscheinlich für diese ganze Fraktion hier der Tisch zum Essen, zum bisschen Beisammensein. Ja, cool. Cool. Okay, dann geht's hier weiter. Hier ging es wahrscheinlich auch irgendwo noch weiter. Nur ist es halt jetzt so zugeeist, dass man jetzt nicht mehr so viel davon sieht oder sehen kann. Warum treffe ich nicht mehr, wenn ich hier schleiche? Das ist traurig. Aber immerhin treffen wir es danach noch. Und machen immer noch... Oh, was kommt da? Och nein, jetzt dachte ich... Oh ja, eine Spinne. Das ist doch mal angenehm. Das kriegen wir doch mal auch noch ganz gut weg. Jetzt kommt hier so ein blöder Centurio. Erstmal muss die Spinne weg. Immerhin haben wir gerade noch Schleichschaden gemacht. Die Frage ist, wie lange? Ich glaube jetzt schon nicht mehr. Gut, dass der Riesen-Centurio von unserer Mini-Attrappe abgelenkt wird. Aber auch nicht so lange, wie es scheint. Wir machen auch Schleichschaden. Krass. Aber er weiß irgendwie, wo wir sind. Sonst würde er hier nicht... Ah, ist der zu fett für den Gang? Ein Glück ist der Gang ein bisschen zugeeist. Ich wette nämlich, der wäre früher hier durchgekommen. Aber dadurch, dass es jetzt hier so vereist ist, sind die Gänge kleiner geworden. Und dadurch kam er nicht durch. Wir machen ausnahmsweise tatsächlich mal Ausdauer hier. So. Den Dynamo nehme ich, glaube ich, mal nicht mit ausnahmsweise, aber den Seelenstein auf jeden Fall. Habt ihr in Skyrim auch immer diese komischen Centurio-Dynamo-Kerne mitgenommen, in der Hoffnung, dass die irgendwann vielleicht doch mal noch gebraucht werden? Also ich habe gefühlt jeden mitgenommen und dann zu Hause in eine Kiste gepackt. Und es hat einfach irgendwie nichts gebracht. So, wo geht's denn hier lang? Navigationskammermeister. Bei sowas bin ich immer ein bisschen... Ich frage mich auch mehr, ob ich hier lang soll, weil Meister sagt mir auch immer so ein bisschen, dass man vielleicht später nochmal dahin kommt. Andererseits bin ich echt gespannt, was dahinter ist. Wir schauen uns einfach im nächsten Part an. Ja, so machen wir es. Im nächsten Part schauen wir mal, was es dort drin gibt in der Navigationskammer. Ich versuche dann das Schloss zu knacken und hoffentlich brauche ich nicht zu viele Dietriche. Naja, gut. Also, nächsten Part, Navigationskammer. Ich bin gespannt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.